Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity, dem DLC Dead Kings. Und wir sind direkt auf dem Weg, als erstes mal uns einen Aussichtspunkt zu holen. In dieser runtergekommenen Stadt hier. Einfach nicht einladend. Also hier würde ich nicht wohnen wollen. Sag ich ganz ehrlich, hier würde ich nicht wohnen wollen. Aber ihr könnt mich mal. Oh, nö, muss nicht sein. Muss nicht sein. Aber danke fürs Angebot. Was so. Was? Deswegen, was hat's denn da? Gut, dann gehe ich halt oben entlang. Was hat's denn da so Besonderes? Nix. Die bewachen nix. Da hat's doch gar nichts. Ich hab was. Ah, okay. Ja, und was? Würden Sie mir das. Junge Dame, würden Sie mir bitte sagen, was Sie gehört haben? Nichts? Okay. Ja, nichts. Alles klar. Schönen Tag wünsche ich. Irgendwo hat's doch diese Ruhe. Ach, schau mal an. Ja, damit kann ich aber gerade nichts anfangen mit dem Ding. Da oben ist die Truhe, also in der Kirche drin. Ja, erstmal ein Aussichtspunkt. Erstmal den Aussichtspunkt. Ja, ich höre vor allen Dingen dich, und zwar immer noch hier, als würdest du neben mir stehen. Ab geht's, Aussichtsturm. Ach, ich genieße das immer. Okay, ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt erstmal die Truhe. Truhe. Die will ich haben. War ganz toll, ich will sie unbedingt haben, die Truhe. Unbedingt. Ja, okay, du hast was gehört, dann erzähl mir doch, was du gehört hast. Meine Fresse, aber... Hey. Jo, so muss das. Genau. Perfekt. Ein bisschen Zeug. Ein bisschen Kohle. 20.000 Euro. Ja, zu 708. Jetzt sind wir 700. Zu 708.000 dazu. Okay, ich bitte dich. Hör endlich auf damit. Ja, ich schwören können, du hast es gehört, na. Es hört sich immer noch so an, als würde sie neben mir stehen. Un amant surpris par le mari. Ah, da geht's weiter. Die Guillotinenflinte. Ja, komm, auf geht's. Bonjour, wohnt Leon vielleicht hier? Ist nicht da. Er war seit Tagen nicht mehr hier. Lasst uns in Frieden. Wurde er schon wieder verhaftet? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt viele, die ihm die Hände abhacken wollen. Er ist ein gemeiner Dieb, der Junge. Er kann mir helfen. Er ist gestern zur Windmühle gegangen. Das ist alles, was ich weiß. Sagt ihm meinen Namen. Madame Margot. Merci. Bitte. Schick die nach Hause.
Ja. Ah, scheint die Sonne. In dem neblichen Örtchen hier. Die Windmühlen untersuchen. Ja, dann auf zu. Machen wir das doch mal. Die hat's auch eilig. Scheint mir so. Genauso wie ich, alle haben es eilig. In dieser harten Zeit. Sieht schon schick aus. Sieht schon schick aus. Wobei mir persönlich es besser gefällt. Oh je. Hol dir keinen Kratzer hier. Das tut doch weh. Au, au. Das wollte ich eigentlich nicht, aber egal, wenn wir schon dabei sind. Komm her. So. Was? Was? Komm her. Die haben es schon drauf, ne? Na, okay, ich bin noch da. Kein Problem. Keine Sorge, ich laufe nicht weg. Tadadö. Nächstes Schloss knacken. Komm her. Komm her. Komm. Komm. Ja. So, ich will da mal weiter, ne? Hab's eilig. Ja, dann muss ich die staatliche Garde durchführen. Ja, da habe ich keine Zeit zu. Ich habe Wichtigeres zu tun. Gute Dame. Stock und Stein über die Dächer hinweg. Dann mal ab darunter. Da schaffe ich es nicht hoch, muss auch noch umlaufen. Lalala. Ah, die sind ja nur zu dritt, das ist ja nichts. Ich glaube, da hinten links habe ich was gesehen. Ich glaube, da muss ich kurz ziehen. Aber die nerven nur. Da ist ein Eindringling in den Tunnel. Nein, tut er nicht, der gehört mir noch selbst. Bisschen plündern. Was hat man denn hier? Auch wieder so ein komisches Teil. Schauen wir mal einen an. Und da hat es noch eine Truhe, die hole ich mir noch. Das Gefühl, ich bin immer nur noch am Truhen sammeln hier. Ich habe zu viel Geld. Ich weiß nicht. Das braucht man einfach für nichts. Man kriegt zu viel. Da haben wir gerade zu hinterhergeschmissen. Ja, komm, wir sind wieder zu zweit hier. Ist ja kein Problem für mich. Komm her, komm. Komm, ne? Das hört's aber auf. Komm ich hier rein? Nein, hier komm ich nicht rein. Dann da rechts irgendwo, habe ich das gesehen? Auch nicht. Ach, da unten. Ah, okay. Dann wollen wir mal.
nicht in einen Kampf geraten. Okay. Ach du Scheiße, sind das viele. Dieser Kleinkram ist kein Blut wert! Wenn wir die Tür finden, schwimmen wir in Geld! An die Arbeit! An die Arbeit! Die Plünderer sind in den unterirdischen Anlagen eingedrungen und suchen nach mysteriösen Artefakten und allem, was sich sonst noch stehlen lässt. Einzeln sind sie schwach, doch als Gruppe äußerst tödlich. Hat sie LS gedrückt, um die Laterne an- oder auszumachen, wenn die Laterne leer ist, blablabla, kennen wir schon alles. Ich muss irgendwo nach da hinten. Ja, ja, komm hier hoch, komm hier hoch, komm. Komm. Und tschüss. Schönen Dach wünsche ich dir auch, ne? Komm, noch einen, ja, komm. Wenn wir schon dabei sind. Na, wo bleibt er denn? Na? Nö, muss nicht sein. Ja, ich mag nicht. Ich renne lieber durch. Jetzt noch eine Kiste. Ich schaffe hier mal den Inhalt. 5000 Tor. So. Haben wir wieder auch welche. Das schaut eindeutig die Falt. Oh, da sind nochmal zwei. Locker bleiben. Ganz ruhig. Und tschüss. Na, muss nicht sein. Also ich komme hier nicht durch, dann muss sein. Ja, es muss sein. Das da hast du. Und noch eine Kiste. Was für ein Standard, dass ich hier Kistenseeker bin. Okay, ich muss da wieder rüber. Das ist scheiße. Na, kommt schon rüber. Kommt, Jungs. Kommt. Das ist alles so ungeschickt. Na dann, das ist lustig. Jetzt haben wir gleich mehrere Gegner hier. Komm. Wenn es denn sein muss, muss es sein.
Last but not least, bist noch du dran. Das würde mich in den Kampf verwickeln lassen, das haben wir dann auch mal. Wird wohl nicht mehr machbar sein. The fuck? Was ist denn das? Ah, da oben komme ich entlang. Nochmal eine Kiste. Alter Schwede, ey. Wie viel hat's denn da von hier? Die suchen nach Gold und so, und es liegt in Kisten drin, die direkt daneben liegen. Das scheint mir logisch. Durchaus. Aber voll gut Kohle, ey, sag ich dir. Einen Adligen gesehen, Leon? Hast du je einen Redner? Gesandte von Gott waren das. Goldfäden liefen von ihren gesegneten Schößen in heilige Nachttöpfe. Und dann? Rubine quollen aus ihren Hälsen und regneten auf Frankreich nieder. Jetzt können selbst Männer von niederster Abstammung bis zu den höchsten Gipfeln des Olymp aufsteigen. Lass mich los, Cunard! Ist das dein Wunsch, kleiner Mann? Aufstieg? Ich sehe in dir Ambition. Du bist wie ich. Muss. Mein Kommandant. Habt ihr Fortschritte gemacht? Nur dies. Findet mir die Tür zu diesem Schlüssel. Und ich belohne euch wie in euren kühnsten Träumen. Was befindet sich hinter der Tür? Ist das unser kleiner Eindringling? Wen nennst du hier klein? Ich bin schon fast so groß wie... Du musst noch lernen, was Diplomatie bedeutet. Rose, bringt ihr den Jungen an die Oberfläche? Natürlich, Kommandant. Tötet ihn. Was? Nein! Lass mich gehen! Mach du! Er ist nur ein Kind! Ich hab selbst Kinder! Der Geist des Königs! So viel zu meinem Überraschungsmoment. Ja, guten Tag, ne? Schneid dir das Herz raus! Nein, tust du nicht, aber okay. Und tschüss. Hinfort, Geist! Ich bin kein Gespenst. Madame Margot schickt mich. Madame Margot? Du willst mich nur verwirren. Eindringling! Och nö, müsste es jetzt sein. Na gut, von mir aus. Ah, den Anführer soll ich schütten. Na dann. Dann muss ich jetzt wieder der Rest mit auf der anderen Seite stehen. Tschüss. Adios. Wow. Na, noch immer verwirrt? Los, verstecken wir uns. Jetzt habe ich plötzlich einen Schlüssel. Nicht so schnell. Ich suche nach einem Manuskript. Es wurde aus einer Gruft unter Saint-Denis geraubt. Ich hab es. Es ist in meiner Festung. Wir können es später holen. Wie hast du das gemacht? Du bist der beste Kämpfer, den ich kenne. Das ist etwas übertrieben. Wo hast du es gelernt? In Paris. Wow. Ich trainiere hinter unserem Haus. Aber ich habe niemanden, mit dem ich üben kann. Alle Freiheitskämpfer sind in Paris. So wie du. Was ist mit deiner Mutter? Madame Margot? Sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist eine Maurin. Sie musste nach Spanien zurück. Darum hat sie mich ins Waisenhaus gebracht. Sie kommt bestimmt zurück, sobald Frankreich wieder sicher ist. Hier rein, komm! Zunächst werden wir ein paar Waffen brauchen. Überlass das lieber mal dem Fachmann. Wo hast du das her?
habe ich gestern zwei Plünderern stibitzt. Und versteckt. Eine vorzügliche Waffe. Ja, schon klar. Ich weiß, was ich tue. Und zwar? Ich rette Frankreich. Und zusammen mit dir wird es noch viel einfacher. Hör mal. Was? Wir müssen erst das Manuskript holen. Um es vor den Feinden Frankreichs zu schützen. Oh, na klar. Dann müssen wir wohl hier raus. Die Guillotine-Flinte ist ein mächtiges Zerstörungswerkzeug. Sie kann sowohl im Nahkampf als auch als Fernkampfwaffe genutzt werden. Ja, nice. Und wie komme ich da jetzt durch? Na, leck mich am Arsch. Ich darf natürlich wieder unten durch. Lass dir das nicht zu Kopf. Um die Guillotine als Mörser zu verwenden, halten Sie LB gedrückt und drücken Sie RT zum Zielen. Falls Sie RT loslassen, lassen Sie RT los, um zu fahren. Alles klar. Tschüss. Boah, ist das geil, ey. Na. Komm, jetzt sitz aber auf hier. Ich habe keine Munition mehr. Laufen ist nutzlos. Boah, geiles Teil, ey. Meine normale Waffe habe ich aber zurückgelassen, scheint mir so. Geil. Oh doch, ich glaub schon, dass ich... oh nein. Boah, ist das Ding derbe. Fühl mal ein bisschen nach hier. Wow, du bist besser als alle Geschichten. Die Geschichten sind ja auch nicht wahr. Na komm, ich will jetzt endlich mal durch. Gib mal ein bisschen Tempo. Laber doch nicht noch voll hier. Da geht's lang. Glaube ich. Da hoch. Sieht gut aus. Warum lasst ihr jemanden wie Rose nach dem Tempel suchen? Unsere Ziele lassen ihn völlig kalt. Ich an eurer Stelle würde mich nicht mit ihm Ratten an. Nahrung natürlich. Ach, ihr sprecht ihren Eigennutz an. Aber ihr habt euch verrechnet. Eure Leute sind tot. Ich kenne das menschliche Tier. Was es fürchtet, was es mag, ist Rose ein schlechter Mann. Ohne Zweifel. Aber ich, Napoleon, kontrolliere ihn und verwandle ihn in etwas Gutes für Frankreich. Die Menschen werden ihre Freiheit gerne aufgeben, solange sie die Hoffnung haben, an die Spitze zu gelangen. Mit dem Artefakt aus dem Tempel bringe ich ihnen die Illusion der Hoffnung. Und uns führe ich zum Ruhm. Oh, Napoleon. Wir müssen ihn stoppen und das Volk von Frankreich retten. Es zu retten verzögert nur das Unvermeidliche. Was hast du denn plötzlich? Du bringst dich für nichts und wieder nichts in Gefahr, kleiner Mann. Wenn du es nicht tust, mache ich es! Ach, juckt mich doch ehrlich gesagt keinen Meter, um ehrlich zu sein. Ach, mich kotzen solche Kinder an. Ich würde ihn doch einfach lass ihn doch, egal.
Ich habe nicht den leisesten Schimmer, wo ich hin muss. Da hoch wahrscheinlich irgendwo, ne? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne?